Der Moment, auf den sie so lange gewartet haben, endlich wieder da. Nach ewig langer Zeit der Ungewissheit. All das Zittern, Bibbern, Hoffen, es ist vorbei. Kong ist am Leben. Und zurück bei seiner Frau und seiner Familie. Ich fühle mich wie neugeboren. 2 Monate lang war Kong in der Gefangenschaft der Hamas im Gazastreifen. Und seine Frau Supa Lee wusste nicht mal, ob er noch am Leben ist. 2 Wochen zuvor, es ist Ende November, in den Bergen von Chang Kong, ganz oben im Norden Thailands. Die Ringelblumen stehen in voller Blüte, aber Supa Lee und ihre Mutter sind mit den Gedanken ganz woanders. Supa Lee vermisst ihren Mann Kong. Sie glaubt, ihr Mann ist eine Geisel der Hamas. Der Krieg dort ist doch so weit weg. Aber plötzlich mitten in unserem Leben. Es ist so schwer zu beschreiben, wie ich mich fühle. Manche wollen mich trösten und sagen, es wird schon. Aber wenn es dir nicht passiert, wirst du nicht verstehen, wie es in mir aussieht. Maiskolben vor ihrem Häuschen sollen die bösen Geister vertreiben. Schon seit einem Jahr muss Supa Lee das Leben hier im Bergdorf alleine meistern. Seitdem ihr Mann Kong nach Israel gegangen ist, als Erntehelfer auf einer Avocado-Farm in der Nähe des Gazastreifens. Das Letzte, was sie von ihm hört. Ein Livestream, von ihm selbst gefilmt. Am Morgenhimmel der Schweif von Raketen. Explosionen. Es ist der Morgen des 7. Oktober, der Angriff der Hamas. Aus der Ferne Gewehrfeuer, Schüsse, Einschläge. Und sie kommen näher. Seitdem habe ich von meinem Mann nichts gehört. 3 oder 4 Tage später habe ich ein Foto gesehen, das zeigt, dass er festgehalten wird und weggebracht wurde. Da wusste ich, dass er wohl eine Geisel ist. Das Foto, das alle hier so bestürzt, Kong in den Händen der Terroristen. Ein Nachbar hat das Foto im Internet gefunden. Alle im Dorf bewegt seitdem nur diese Frage. Wo ist Kong? Ist er noch am Leben? Wann kommt er frei? Die Hmong sind ein Bergvolk, vor Jahrhunderten aus China nach Thailand eingewandert. Die Menschen hier leben schon immer von der Landwirtschaft. Aber viele gehen zum Geldverdienen ins Ausland, auch nach Israel. Allein aus diesem Dorf haben sich 26 Männer nach Nahost aufgemacht und ihre Familien für eine lange Zeit alleine lassen müssen. Was die Männer in Israel verdienen, hilft den Familien im Alltag. Es hilft, dass die Kinder zur Schule gehen können. Es hilft, einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus bauen zu können. Es hilft den Menschen im ganzen Dorf, dass die Männer in Israel Geld verdienen. Aber jetzt ist einer von hier vermisst. In Gaza. Banges Warten und die Freude der Erleichterung, sie sind in diesen Tagen nah beieinander. Nach und nach kommen die ersten thailändischen Geiseln frei. Bunyarin Srijan aus Khong Khaen kann ihr Glück kaum fassen. Guck, meine Tochter, mein Schwiegersohn. Die beiden gehören zur ersten Gruppe der Freigelassenen. Ich kann meine Gefühle gar nicht in Worte fassen. Ich bin rausgerannt und habe mit meiner Enkelin vor dem Haus getanzt. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, wie es sich anfühlt. Einfach die reine Freude, eine riesige Erleichterung. Tochter Natawali war die einzige weibliche thailändische Geisel. Nach dem Angriff der Hamas hatte auch hier die Mama plötzlich jeden Kontakt zu ihrer Tochter verloren. Es war eine schwierige Zeit, beängstigend und bedrückend. Jetzt hält die Mutter das ganze Glück in ihren Händen, so fest, dass es nicht nochmal entschwinden mag. Ein Moment, den sie hier im Bergdorf der Hmong noch erwarten, sehnlichst erwarten. Die Hmong sind gläubige Christen. Heute, wie jeden Sonntag seit fast 2 Monaten, beten sie für die Opfer des Krieges in Nahost.
für die Freilassung der Geiseln und dass auch Sundalis Ehemann Kong bald wiederkommt. Wir beten für die, die zum Arbeiten nach Israel gegangen und in einen Krieg geraten sind. Wir beten für die Familien, die sich sorgen um die Gesundheit ihrer Lieben. Wir beten für die, die in Israel als Geisel genommen wurden, dass sie freikommen und dass sie bald wieder bei uns zu Hause sind. Die Lage in Israel und die Kämpfe und dass so viele Menschen sterben müssen, mich macht das so traurig und niedergeschlagen. Dass so viele getötet werden, es ist wirklich schlimm für die vielen unschuldigen Menschen. Sundali ist gar nicht erst mitgegangen heute in die Kirche. Sie ist zu Hause geblieben und mit ihren Gedanken ganz bei ihrem Mann. Ich habe ganz große Hoffnung, dass er am Leben ist und dass er da rauskommt und zu mir zurückkommt. Das ist meine einzige Hoffnung. Die Lautsprecher im Dorf, noch sind sie still. Sie sollen die gute Nachricht bald verbreiten. Alle hoffen, dass sie auch kommt. Nach und nach kommen immer mehr thailändische Geiseln frei. Über Ägypten und Israel fliegen sie schließlich zurück nach Thailand. Die Rückkehr in die Arme ihrer Familie ist für die Freigelassenen ausgesprochen emotional. Vielen Dank an alle, die sich so um uns gesorgt haben. Vielen Dank. Wir sind jetzt in Sicherheit. Wir sind wirklich dankbar. Wir müssen jetzt nach Hause fahren. Vielen, vielen Dank. 30 thailändische Geiseln sind jetzt frei. Aber kein Kong. Nur noch 9 Thailänder sollen sich in der Hand der Hamas befinden. Ist Kong einer von ihnen? Hoffentlich. Der Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel neigt sich dem Ende. Die Zeit wird knapp. Als ich in den Nachrichten gehört habe, dass Geiseln freikommen, hatte ich Hoffnung. Aber dann war ich natürlich enttäuscht, dass mein Mann nicht dabei ist. Ich hoffe, es klappt beim nächsten Mal. Dann geht alles ganz schnell. Am Abend sind nochmal Geiseln freigekommen. Supali hat einen Anruf bekommen. Ihr Mann Kong ist dabei und auf dem Weg nach Thailand. Die ganze Familie fährt dem Ehemann entgegen, zum Flughafen. Sie filmen alles mit ihrem Handy. Seine Maschine soll um 8 Uhr in Chiang Rai im Norden Thailands landen. Einen Moment, den Supali seit Wochen erwartet. Bald wird sie ihn in ihre Arme schließen. Supali und alle in der Familie haben sich in ihre schönsten Kleider geworfen. Jetzt heißt es warten. Ich bin so froh, dass er am Leben ist und nicht tot. Dann gehen die Türen auf und Kong und Supali schließen sich in die Arme. Ich fühle mich wie neugeboren. Aber ich möchte am liebsten gar nicht mehr drüber sprechen. Was passiert ist, ist passiert. Wow.
Man sieht den beiden die Freude und die Erleichterung an. Super Lee hat einen langen Tisch im Restaurant reserviert. Ein thailändisches Festessen mit der ganzen Familie. So lecker. Mein erstes richtiges Essen in Thailand. Ich habe es so vermisst. Und sie habe ich auch so sehr vermisst. Mehr sogar noch als das Essen. Ich hätte mir nicht erträumen können, dass wir so bald hier sitzen und zusammen essen können. Der erste Morgen zurück im Dorf. Alle wollen Kong besuchen und sehen, wie es ihm geht. Die Schwester von Suntha Lee ist da. Auch sie hat sich große Sorgen gemacht. Was für ein Glück, dass du wieder da bist. Willkommen zu Hause. Wo warst du nur die ganze Zeit? Warum haben wir dich so lange nicht gesehen? Warum haben sie dich geholt und entführt? Es ist so schön, dass du jetzt wieder da bist. Was für ein Glück. Ich kenne dich, seitdem du ein kleines Kind bist. Ich bin so erleichtert, dass du gesund und wohlbehalten zu uns nach Hause gefunden hast. Dass du es zurückgeschafft hast aus diesem Krieg. Manchmal hatte ich auch Zweifel. Alles Mögliche geht dir durch den Kopf. Man malt sich aus, wie es ihm gerade ergeht. Jetzt bin ich einfach nur erleichtert, dass er überlebt hat und zu Hause ist. Es gibt so viel zu erzählen. Wie hat Kong eigentlich die letzten 2 Monate erlebt? Als ich im Flugzeug saß, auf dem Weg nach Thailand, habe ich nur an eins gedacht. Bitte nicht abstürzen. Bitte lass mich nach Hause kommen. Wenn ich die Leute beschreiben müsste, die mich entführt haben, tja, es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Manche sind freundlich, andere nicht. Das Essen in der Gefangenschaft war halbwegs okay, aber trotzdem habe ich 10 Kilo verloren. Dann nehmen sich die beiden Zeit für sich. Kong will Super Lee in Ruhe erzählen von der Geiselnahme und der Zeit in der Gefangenschaft. Guck mal hier, unsere Unterkunft. Euer Camp? Hier hinten waren wir untergebracht. Da hast du geschlafen? An dem Morgen haben wir Explosionen gehört. Dann habe ich gedacht, nur aus Spaß, ich mache einen Livestream. Aber es wurde immer krasser. Da habe ich dann aufgehört zu filmen. Es ging so schnell, jemand hat mich am Nacken gefasst. Ich wusste gar nicht, was mit mir passiert. Du hattest bestimmt Angst. Am Flughafen. In Israel. Die Leute verabschieden dich. Als wir das erste Mal nach seiner Freilassung telefoniert haben, hat er mich gefragt, wo ich bin. Hier zu Hause mit meiner Mama. Wir haben auf dich gewartet. Da hat er angefangen zu weinen. Und ich auch. Er sagte dann, er habe sich so oft Sorgen gemacht um mich. Ich musste fast lachen. Ich war doch in Sicherheit. Du bist doch entführt worden. Es ist Erntezeit in den Bergen Nordthailands. Die Ringelblumen mit ihren leuchtenden orangenen Farben. Die Thailänder nennen sie das Licht des Himmels. Hey, bist du zurück? Ja, ich bin jetzt in den News. Ich werde berühmt. Willst du ein Autogramm von mir? Die Ringelblume wird verschenkt als Glücksbringer, wenn im Leben etwas Neues beginnt. Von den Ringelblumen, von ihnen haben Super Lee und Kong
Ein ganzes großes Feld. Nach diesem Erlebnis hast du einen anderen Blick auf das Leben. Und ich schaue auch anders auf unsere Beziehung. Ich liebe ihn. Und ich glaube, diese Erfahrung macht uns beide besser.